Heute bei Sportzone. Kader für den Confed Cup steht. Tuchel zu Leverkusen und Schmiso geht jetzt. Kader für den Confed Cup steht. Diese Spieler sind dabei. 6 Neulinge. Die Saison ist so gut wie rum, aber es gibt zum Glück für uns keine wirkliche Pause, denn der Confed Cup in Russland steht vor der Tür. Das Eröffnungsspiel ist am Samstag, den 17. Juni, Russland gegen Neuseeland. Deutschland spielt erst 2 Tage später gegen Australien. Dann kommt in Gruppe B noch Chile und Kamerun. Man muss den ersten oder zweiten Platz erreichen, denn nur dann kommt man ins Halbfinale. Bundestrainer Joachim Löw hat heute nun den offiziellen Kader vorgestellt. Und diesen zeige ich dir nun hier. Diese Spieler sind dabei. Tuchel zu Bayer 04 Leverkusen? BVB veranstaltet Chaos. Die richtige Aktion oder einfach lächerlich? Fast alle von euch werden es bereits wissen, dass Borussia Dortmund laut Gerücht Lucien Favre holen will für die kommende Saison und Tuchel soll gehen. Leider können wir alle dies nur als Außenbetrachter bewerten, da wir nicht wissen, wie es intern abläuft. Für die meisten scheint es eher so, dass Watzke nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Denn er hat vor über 2 Wochen angefangen, schlecht über Tuchel zu reden und immer mehr Medien wurden dazu angekurbelt, schlecht über Tuchel zu schreiben, was ich bereits schon sehr verdächtig finde. Watzke und Tuchel haben sich wohl bezüglich des Anschlages gestritten wegen der Neuansetzung des Champions League-Spiels. Zudem soll laut Gerüchten Spieler gedroht haben, zu gehen, wenn Tuchel nicht geht. Wie siehst du das? Alles Schwachsinn oder stimmt das? Sollte Tuchel deiner Meinung nach mehr Unterstützung bekommen und bleiben oder geht nur noch eine Trennung? Mach mal mit in der Infobox. Jedenfalls hat Lucien Favre einen Vertrag bis 2019 bei Nizza, die eine unglaubliche tolle Saison in Frankreich spielen. Die letzte Info war, dass Favre um eine Freigabe gebeten hat. Nun, es könnte passieren, dass Dortmund am Ende leer ausgeht, denn der Präsident von Nizza stellt sich dazwischen. Experten meinen aber nur, um die Ablösesumme in eine Megahöhe zu treiben. Aktuell heißt es 4 bis 5 Millionen Euro Ablöse. Er wäre dann der teuerste Trainer der ganzen Bundesliga-Geschichte. Zudem sagte Rivière, dass Favre niemanden bisher etwas mitgeteilt hätte. Nizzas Geschäftsführer Julien Fournier ergänzt gegenüber Sport 1, Dortmund hat eine sehr gute Idee, denn Lucien ist ein Top-Trainer. Aber sie hätten die Idee vor der laufenden Saison haben müssen, als er frei war. Jetzt ist er in Nizza und daran werde sich seiner Ansicht nach auch nichts ändern. Lucien wird nächstes Jahr unser Trainer sein. Tuchel gab in einer seiner letzten Pressekonferenzen sehr emotional zu, dass ihm das alles sehr nahe geht. Ich kann das gut verstehen und beweist, dass Tuchel auch nur ein Mensch ist. Dennoch, Angebote sind da. England zeigt Interesse und das neueste Gerücht ist, dass Bayer 04 Leverkusen ihm ein Vertragsangebot vorgelegt hat. Taifun Korkut muss nach der Saison auf jeden Fall gehen. Kein bisheriger Trainer der Leverkusener war so schlecht wie er. Nun ist der Verein auf Trainersuche. Wäre Tuchel der Richtige? Die Verantwortlichen vom BVB hatten zuletzt erklärt, dass man sich nach dem DFB-Pokalfinale am 27. Mai gegen Eintracht Frankfurt mit Tuchel zusammensetzen und über die Zukunft sprechen werde. Weil das Verhältnis zwischen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und dem Borussen-Coach offenbar stark belastet ist, deutet vieles auf eine Trennung im Sommer hin. Keine Champions League mehr im Free-TV? ZDF dementiert den Ausstieg.
Schon in einer meiner letzten Sportzone-Folgen habe ich dir mitgeteilt, dass seit längerem über die Champions League TV-Lizenzen von 2018 bis 2021 verhandelt wird. Die UEFA gab offen zu, dass sie kein Interesse haben, ihre Zuschauer zufriedenzustellen, sondern eher darauf plädieren, die Kosten der Rechte weit hinaus in die Höhe zu bekommen. Geld steht also vor Zufriedenheit der Zuschauer. Nun sieht es laut Gerüchten so aus, dass die Champions League in Zukunft nur noch im Pay-TV laufen wird und ZDF den Kampf verlieren wird. Das heißt, dass nicht mal mehr das Mittwochspiel im Free-TV laufen würde. Sky und Dazn sind die ganz großen Favoriten. Laut Bild hat sich ZDF nun aus den Verhandlungen zurückgezogen. Angeblich kostet die Lizenz für diese Zeit um die 600 Millionen Euro. ZDF stieg angeblich schon bei 70 Millionen aus, obwohl ZDF ein GEZ-Sender ist und GEZ macht einen jährlichen Umsatz von ca. 9 Milliarden Euro. Da die Lizenzkosten gestiegen sind, ist nun ebenfalls laut Gerüchten Sport 1 ausgestiegen und RTL steht kurz davor, die Euroleague lizenziert für diesen Zeitraum zu bekommen. Ganz frisch ist nun, dass ZDF das Ganze dementiert hat und sagt, dass weder die 70 Millionen Euro stimmen, zudem nicht ausgestiegen wären. Viele werden nun unter diesem Video schreiben, mir egal, ich hab Sky. Aber seid in Acht! Dazn will Sky wie BT Sport in Großbritannien die komplette Lizenz wegnehmen. Dann haben die Sky-User auch am Ende nichts. Sollte aber Sky die Lizenz das erste Mal ganz alleine bekommen, können sich Sky-Kunden eventuell auch nicht wirklich freuen. Da die Lizenzkosten ins Unermessliche gestiegen sind, sagen die Gerüchte, dass Sky den Abo-Preis pro Monat erhöhen möchte. Zwischen 5 bis 15 Euro. Noch dementiert es Sky, aber warten wir mal ab. Denn irgendwann sind die übertriebenen Preise nicht mehr zu bezahlen. Traurig aber wahr, Schmiso geht. RAN-NFL-Kommentator wechselt wie Buschi zu Sky. In dieser Woche gibt's den nächsten Paukenschlag. Nachdem man letztes Jahr als RAN-NFL-Fan den Schock verarbeiten musste, dass Frank Buschmann das Team verlässt und zu Sky sowie RTL wechselt, folgt nun auch der liebe Schmiso. Wenn jetzt noch Icke geht, dann sind fast alle Sympathisanten weg. Klar mag man auch die anderen, ihr wisst aber glaube ich, was ich meine, oder? Sicher dabei in der kommenden Saison, die am 8. September beginnt, ist Patrick Esume, Christoph Icke-Domisch, Jan Stecker, Roman Motzkus und Uwe Morawe. Nun sucht ProSieben Max nicht nur einen Nachfolger für Buschi, sondern auch für Schmiso einen zweiten. Größere Chancen für dich, denn das RAN-Team sucht wie vor 2 Jahren mit Schmiso per Casting die neuen Kommentatoren, was diese Produktion mal wieder mega sympathisch macht, dass sie keine Top-Kommentatoren verpflichten, sondern einen von uns die Chance geben. Mit Hashtag lasst mich ran läuft das Casting noch bis zum 30. Mai und darauf musst du achten, wenn du dich bewerben möchtest. Produziere ein 2- bis 3-minütiges Video, in dem du ein NFL-Spiel deiner Wahl kommentierst. Lade das Video mit Hashtag lasst mich ran bei YouTube hoch und schicke den Link mit Betreff lasst mich ran Football an kontakt@ran.de. Die Adresse ist in der Videobeschreibung. Wichtig! Bitte achtet darauf, dass ihr selbst groß im Bild seid und das Footballspiel nur klein bzw. im Hintergrund, damit der Clip bei YouTube nicht gesperrt wird. Mit der Einsendung erklärst du dich damit einverstanden, dass das Material öffentlich verwendet werden darf. Denn die RAN-Redaktion wird sich alle Videos anschauen und die besten davon mit eurem vollen Namen direkt auf RAN.de veröffentlichen. Wenn du dein Video auf RAN.de findest, hast du die erste Hürde schon geschafft. In einem Voting werden die RAN.de-User anschließend mindestens einen Kandidaten direkt zum Casting schicken. Für alle, die ein Shitstorm-Hate auf Schmiso starten, muss ich sagen, dass er die Sache wirklich ehrlich und cool auf Facebook aufgeklärt hat. Er habe schon immer davon geträumt, eines Tages für Sky zu arbeiten, aber sein Traum bezog sich nicht auf den Arbeitgeber, sondern Fußballkommentator zu werden. Und er sagte auch noch dazu, dass wenn man im Lotto gewinnt, gibt man das Geld ja auch nicht zurück. Er hätte natürlich beim RAN-Team bleiben und weiter Lotto spielen können und darauf hoffen, nochmal so einen Gewinn zu erzielen. Aber wäre das so schlau? Er freut sich ziemlich auf diese neuen Aufgaben. Das hat er klar und deutlich erwähnt. Natürlich fiel ihm aber auch der Abschied sehr schwer und er deutete nochmals an, es geht nicht um Geld oder dass er sich unwohl beim RAN-NFL-Team gefühlt hat, sondern die Gespräche liefen mit Sky super und ab Sommer bietet Sky Schmiso einfach mehr Möglichkeiten an als ProSieben Max. Er bleibt aber der NFL-Community treu und freut sich wie wir auf die neue Saison. Ich sage nur, alles Gute Schmiso!